Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alpha Gene 2 Box von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alpha Gene 2 von Kollega, das Ganze am 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es ist endlich soweit, Kollega mit seinem neuesten Album, das Ganze in der Box. Es gab zu diesem Album zwei Boxen, einmal diese Variante und einmal eine noch hochwertigere, die Premium-Variante quasi. Die werde ich euch auch noch vorstellen, aber heute mal die reguläre Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, dann machen wir die Folie mal ab und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier eine schwarze Box, Alpha Music Empire Presents Kollega Alpha Gene 2. Das Ganze hier in Silber gehalten, die Schrift. Hier unten haben wir dann noch den Löwen, das Logo von Alpha Music Empire. In der Mitte der alleinige Weltmonarch mit Dobermann vor ihm. Und er sitzt natürlich auf seinem Ahornblatt-Thron. Rechts und links auf dem Cover dieser Box haben wir dann noch die DNA-Stränge, diese Doppelhelix. Jawohl, die ist hier in so einer ganz speziellen Hochglanzoptik. Sieht man auch nur, wenn entsprechendes Licht drauf fällt. Ebenso auch hier bei dem Thron erkennen wir auch so die Konturen in diesem Hochglanz. Ich schnüre mal kurz ab hier. Auf der Seite lesen wir auch wieder Kollega Alpha Gene 2. Unten in schwarz, da zieht sich die Doppelhelix durch. Rechts lesen wir wieder Alpha Gene 2. Oben der Kopf, Alpha Music Empire, Löwenkopf und natürlich wieder die DNA-Stränge. Und auf der Rückseite, auch hier müssen wir mal kurz abwischen, lesen wir dann wieder Kollega Alpha Gene 2. Und dann haben wir hier die Beteiligten plus die ganzen Internetauftritte und einen Barcode. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine Klappbox, die geht hier auf. Und wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier als erstes ein Shirt. Dann haben wir die Bonus-EP, die Street-EP, die Ghetto Glamour Street-EP. Das Album an sich. Dann hier so einen kleinen Stoffbeutel. Das Lyric-Book. Und ein Poster sowie einen Rabattcode für die Boss-Transformation. Von innen die Box in schwarz gehalten. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, diese Box ist sehr umweltfreundlich, denn hier ist wirklich kein einziger der Inhalte in Folie eingeschweißt. Nicht mal das Album. So sieht das aus, also das Albumcover genauso gehalten wie auch schon das Boxcover. Wir haben hier Kollega auf dem Thron samt Dobermann vor ihm. Darüber lesen wir wieder Kollega Alpha Gene 2. Zwei deswegen, wir erinnern uns, es ist schon einige Zeit her, 2007 erschien dieses großartige Meisterwerk Alpha Gene. Es war das allererste Soloalbum von Kollega und dieses bekommt jetzt mehr als 12 Jahre später seinen würdigen Nachfolger, Alpha Gene 2. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Hier auf der Seite lesen wir wieder Kollega Alpha Gene 2. Auf der Seite auch. Und auf der Rückseite, die schwitzt leider etwas, die CD, weil es draußen sehr, sehr kalt ist. Deswegen haben wir hier so einen leichten Beschlag, auch schon auf der Box gehabt. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 19 Stück, das kann sich sehen lassen, also gerade in der heutigen Zeit, wo meistens irgendwie 12, 13 Tracks pro Album sind. 19 Stück ist echt eine Ansage. Wir haben Features drauf, und zwar 4 Stück. Wir haben ein Feature von Asche, eins von Farid Bang und nochmals Asche. Okay, 3. 3 Features, ich dachte 4, nein, 3 Features sind es geworden. Hier haben wir dann nochmal den Dobermann vor Nebelschwaden und dann hier die Credits, also die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes natürlich kommen wir zum Booklet. So. Sie ist recht dünn.
aber dafür dicht gefüllt. Also wir haben hier schöne Fotoaufnahmen von Kollega inklusive der Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat hier den Text geschrieben, wer hat hier produziert, all das kann man hier nachlesen. Ebenso hier. Weitere Fotos, also der Boss, wie man ihn kennt, sehr mächtig gekleidet. Weitere Tracks, weitere Infos, jawohl. Also klassisches Booklet-Design mit sehr schönen Fotos. Dann noch weitere Tracks, weitere Aufnahmen. Also ich gehe mal davon aus, die wurden alle an diesem Set gedreht, an diesem Anwesen, wo auch die erste Videoauskopplung gedreht wurde, nämlich Alpha Genetik. Und zum Abschluss nochmal die Tracklist. Jawohl. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur Album-CD. Die sieht so aus. Wir haben hier Kollega auf dem Cover, also auf der CD, seitlich hier im Profil zu sehen. Und dahinter wieder das Logo von Alpha Music Empire. Jawohl, wir sehen auch hier wieder, dass das Cover etwas schwitzt. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Damit nicht genug, wir haben noch weitere Musik und zwar die Ghetto Glamour Street EP. Hier haben wir auch wieder Kollega im Maybach sitzend. Die Zigarre darf natürlich nicht fehlen. 5 Tracks an der Zahl, also 19 plus 5 macht er insgesamt 24 Tracks. Und auf diesen 5 Tracks haben wir auch nochmal 2 Features. Eines, was mich sehr freut, von BOZ und eines von Asche. Dann haben wir auch hier wieder die Infos zu den Tracks, wer war hier beteiligt, wer hat produziert und so weiter. Die CD ist dann in der Cover-Optik gehalten, auch hier wieder der Boss im Maybach. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, dann haben wir ein Stoffbeutelchen, dieses schwarze hier. Kommt mit einem Löwenaufdruck, mit einem Alpha Music Aufdruck. Und dann haben wir hier, doch, jetzt haben wir doch das Plastik, das ich vorhin vermeintlich gelobt habe, dass es nicht dabei ist. Jetzt spätestens haben wir die Verpackungsplastikstücke. Und zwar haben wir diese Kette hier ganz speziell eingepackt, damit hier auch nichts zerkratzt oder irgendwie zu Schaden kommt. Also wir haben, die wurde ja schon in diversen Videos gezeigt, wir haben hier eine goldene Kette, eine goldene Halskette und hier unten haben wir dann das Ahornblatt der kanadischen Fahne und dann haben wir hier auch noch eine kleine Fiole, in der Farbe nach zu urteilen Blut drin ist. Also Blood Leaf Chain hat sich die, glaube ich, auch genannt. Das Ganze ist dann auch hier wieder in dieser Doppelhelix gehalten, also die Kettenglieder stellen solche DNA-Stränge dar. Und oben haben wir dann hier entsprechend den Verschluss, mit dem man dann hier die Größe individuell anpassen kann. Jawohl, schönes Ding. Ein Shirt ist mit dabei. Ein Shirt in Schwarz. Und auf diesem Shirt haben wir dann auch wieder das Ahornblatt. In diesem Fall sogar mit dieser DNA, mit dieser Doppelhelix hier in Kombination, die sich hier so durchzieht. Am Ende schließt das Ganze dann hier mit diesem Bluttropfen, der hier gerade runtertropft. Unten links am Bund lesen wir Kollega Alpha Gene 2 in so einem weiß-hellgrau. Auf den Seiten, auf den Ärmeln haben wir dann auch noch was. Und zwar haben wir hier auf dem rechten und auf dem linken Ärmel, also so im Oberarmbereich, den Dobermann, der hier echt mächtig aussieht. Gab es ja damals schon beim Zuhälter Tape 4. Gab es ja ein Shirt damals mit einem Dobermann drauf, aber der hier macht auch was her, hier so auf den Ärmeln. Und auf der Rückseite haben wir hier das Ganze dann in Schwarz. Also hier gibt es keinen Neckprint oder irgendwas, hier ist das Ganze dann glatt in Schwarz. Wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Zuvor machen wir noch kurz das Shirt hier zusammen. So, dann haben wir hier einmal die Boss-Transformation, die beste Form deines Lebens in 12 Wochen. Okay, auf der Rückseite. Gut, ich gehe mal davon aus, dass der in allen Boxen gleich ist
und nicht individualisiert. Deswegen kann ich euch den hier ganz ohne Probleme zeigen. Mit dem Code ALPHAGENE2DELUXE für kurze Zeit bosshafte 25% Rabatt sichern auf die Boss von Transformation. Okay. Ja, mal schauen. Eventuell mache ich die. Ich hab's. Die alte habe ich mal gemacht. Die habe ich damals regulär gekauft. Aber wer weiß, vielleicht mache ich die 2.0 auch noch. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses Poster ist im Querformat. Wir haben hier Kollegen mit zwei Dobermännern an der Leine. Wunderschöne Tiere vor einer mächtigen Kulisse. Hier oben dann auch noch der Kronleuchter. Rechts unten haben wir dann auch das Logo von Alpha Music Empire. Und das Ganze ist einseitig bedruckt. Also, die Rückseite ist weiß. Und der letzte Boxinhalt, der meiner Meinung nach jedem Kollegah-Album beiliegen sollte, ist ein Lyricbook. Also, wir haben hier tatsächlich die Texte von Kollegah in einem wunderschönen Buch mit verarbeitet. Jawohl, das Ganze dann auch noch hier mit Fotos geschmückt. Wir haben hier die Infos, also wir haben hier das Inhaltsverzeichnis. 19 Tracks sind es auf 19 Seiten. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier zum Beispiel den Track Maybach Emblem. Und hier ist das Ganze dann wunderbar abgedruckt. Und hier kann man dann beim Hören oder nach dem Hören dann lesen, mitrappen, nachlesen, was auch immer. Und ich glaube gerade bei Kollegah, der ja echt unfassbar viel Text immer reinpackt in seine Tracks und in seine Alben. Und aber natürlich auch jede Menge Wortspiele, die man dann erst beim 10., 20. Mal hören wirklich bemerkt und checkt, macht das auf jeden Fall Sinn. So, zum Abschluss haben wir dann hier auch noch ein paar leere Zeilen. Hier kann man dann eventuell noch irgendwelche Sachen ergänzen und anmerken. Oder ansonsten seht ihr hier, dass auch noch jede Menge Fotos mit dabei sind. Jawohl, sehr schön gemacht. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Lyricbuch, dieses Textbuch. Dann haben wir hier das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Boss Transformation 2.0, also dieser Rabattcode. Dann das Shirt in der Größe L. Die Halskette, die Blood Leaf Chain, die kommt in diesem Stoffbeutel hier. Die Bonus-EP, die Ghetto Glamour Street EP mit 5 Tracks, sowie natürlich das Album mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box ALPHAGENE 2 von Kollegah. Es gab zusätzlich auch noch weitere Inhalte, die ich euch aber jetzt nicht zeigen konnte, da das reiner Zufall war, ob man die erhalten hat. Also auf die gesamte Auflage der Boxen, auch auf die Premium-Variante der Box, wurden dann nochmal 250 gebrandete Powerbanks verteilt. Also eventuell findet ihr so eine bei euch in der Box vor. Und in einer der Boxen wurde auch ein USB-Stick hineingegeben. Und wenn man diesen USB-Stick bei sich vorfindet, dann hat man eine exklusive Studio-Session mit Kollegah und Asche gewonnen. Das ist so mehr oder weniger der Hauptgewinn der Box. Jawohl. Eine Sache noch zum Abschluss. Und zwar habe ich erfahren, dass hier im Boxdesign, im Cover noch eine kleine Sache eingebaut wurde. Ich werde mal ganz kurz jetzt das Licht abdrehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment. So, und jetzt, wir können es leicht erahnen. Wir haben hier nämlich den Thron von Kollegah, dieses Ahornblatt. Das ist hier entsprechend mit so einer fluoreszierenden Farbe beschichtet. Also das leuchtet dann im Dunkeln. Natürlich ist es bei mir jetzt etwas zu hell, deswegen sieht man das hier nur etwas schwächer. Und man müsste das Ganze auch etwas länger im Licht aufladen. Nachdem ja meine jetzt lange Zeit verpackt war, meine Box, und deswegen wenig Licht abbekommen hat, ist das wahrscheinlich auch noch etwas schwächer. Aber wenn man das jetzt mal tagsüber eine Zeit lang bei sich zu Hause oder irgendwo im Licht stehen hat, dann hat das sicher mehr Leuchtkraft. Ja, das nur so als kleine nette Spielerei noch zum Abschluss. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, diese Detailarbeit. Gut, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollegah unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.